Herzlich willkommen zum nächsten Update von Shellshock Live. Ja, es ist richtig, es kam mal wieder ein Update nach 14.11. kam es, 23.06. kam das letzte, nach fast 5 Monaten kam ein Update und im Endeffekt kam für uns Spieler eigentlich nichts, wenn man es mal so sieht. Es ist enttäuschend, aber trotzdem stehen ein paar interessante Sachen drin, die denn so kamen. Die wollen wir jetzt mal kurz durchgehen, ich will es gar nicht so lange in die Länge ziehen, mal zum Zeigen gibt es eigentlich einmal gar nichts. Also was aber zum ersten interessant ist, V09822 war die letzte, besonders jetzt sind wir bei V0990. Heißt, wir sind eigentlich schon imstande, dass wir kurz vor V1.0 stehen, weil wenn außer sieht das auf 22 hoch, wie es da hinten war, was ich jetzt einmal nicht glaube. Was aber interessant ist, die Unity Engine wurde von V5.6 auf V2017 hochgeupgradet. Ich kenne mich mit der Engine überhaupt nicht aus, aber also von V5 auf V2017 ist ein riesen Schritt, das kommt auch später nochmal, von Main Performance and Stability Fixes. Also die Performance vom Spiel sollte deutlich besser laufen, Stabilität sollte auch gewährt sein. Dann Physics CPU Performance heißt wahrscheinlich, dass die CPU nicht so hart ausgelastet werden soll durch das Spiel. Könnte man mal probieren, wenn man sowas wie Level Field zockt, ob es dann vielleicht mehr oder weniger laggt. Ich meine, die CPU ist bei mir eh nie ausgelastet, aber vielleicht für Laptop-Spieler oder sowas, die zum Beispiel nicht so eine gute CPU haben, könnte schon vielleicht was bringen. Refined Controller Input for Smoother Experience heißt so viel wie verbesserter Controller Input. Also die Eingabe vom Controller wird wahrscheinlich genauer abgelesen oder halt genauer registriert, dass ihr halt genauer zum Beispiel aimen könnt, gerade wenn ihr den Winkel und so einstellt. Mit Controller auf dem PC spielt sowieso so gut wie keiner. Several UI Issues and Inconsistencies fixed. Also ich glaube, das ist die Benutzeroberfläche. Was jetzt daran sich geändert haben soll, ich habe absolut keine Ahnung, also ich sehe hier jetzt keine Änderung, oder mal vielleicht ist der Clan gefixt, ist er nicht, okay, geil, also keine Ahnung. Several possible crashes fixed, also mögliche auftretende Game Crashes sind gefixt, ich hatte sowieso nie welche, also müsst ihr mal schauen, an die, die mir öfter schreiben, was man dagegen machen kann, müsst ihr dann mal schauen, ob die behoben sind. Da kommt es jetzt with such a large charming game engine version, wie gesagt von V5 auf V2017, there are bound to be some issues that arise. Also es können natürlich durch den Riesensprung der Engine Fehler auftreten, falls ihr Fehler habt, dann schreibt dem eine E-Mail. ssl.steam@shellshocklife.com. Ihr könnt auch gleich Reports machen, also am besten, wenn ihr meinen letzten Stream so verfolgt habt mit SSL, was meine Vorschläge angeht und ihr Bock habt, es auf Englisch zu übersetzen, schreibt es dahin. Es sind zwar dann zwei Seiten, aber ja. Ne, wisst, was ich damit meine. Und dann kommt das, was mich eigentlich ankotzt, bis more large strides towards the console release, also große Schritte Richtung Konsolenrelease. Keep an eye out for Xbox One version in the next couple month. Also es gibt eine Xbox One Version, also keine PS4, so wie sich das für mich anhört. Ist natürlich sinnvoll, wenn er eh schon die Eingabekontrolle für ein Windows macht, weil die unterscheidet sich eigentlich gar nicht von der Xbox One, so wie ich das sehe, weil ich spiele quasi mit dem Xbox Gamepad auf dem PC, so kannst du ja GTA Online auch spielen oder so. Also next couple of month, ja, in ein paar Monaten, ich tippe jetzt da einfach mal, weil ich weiß, dass es pünktlich wird auf E3, wobei das jetzt keine Ansage auf der E3 wird, sondern es passt halt damit gut rein, weil er jetzt kein großes Publisher-Studio ist oder sowas, und die E3 ist im Juni immer, Mai, Juni ist die immer rum. Und ja, nächstes Update 22.12. kommt zwar da eh nicht, aber ich sage mal so, das ist ja Samstag vor Weihnachten und ich bin ab dem Sonntag vor Weihnachten gar nicht da für 5 Tage oder sowas. Also wenn es kommt, da steht eh bloß wieder Miscellaneous, also verschiedene sonstiges oder so. Wird wahrscheinlich sowas sein wie da. Ich meine, es ist was passiert, er lebt noch, es wurde ja gemutmaßt, dass er bei einem Car-Accident ums Leben kam. Das ist natürlich sehr niveaulos, muss ich mal ganz ehrlich sagen, wer das da reinpostet, aber ja, nach 5 Monaten ohne Information, ohne irgendwas, er könnte auch Update machen, 100 KB und schreiben, ey Boys, ich hab da ein wenig ein Problem oder sowas. Aber jetzt wissen wir nächstes mehr, keine Waffen, keine Map, kein Achievement, kein gar nichts, kam dazu, war Achievement, ne, 58 von 58. Also, was wir festhalten können, die Engine sollte deutlich besser laufen, euer PC sollte weniger ausgelastet sein. Es kann aber durch den Engine-Sprung zu Crashes kommen. Wenn man gerade im Level fühlt, wenn einfach mal bei 8 Leuten der PC dann abstürzt. Das wäre natürlich für mich scheiße, für euch auch. Und Benutzeroberfläche und Inkonsistenzen, wie heißt das, keine Ahnung, soll ich verbessert sein. Ich will es ganz so lange rausziehen, ihr seht es ja selber, es ist nichts passiert. Nächstes Update dann in 6 Wochen.
6 Wochen sind es ziemlich, ja, mal schauen. Also das Gute ist, es kam was, das Schlechte ist, kam eigentlich nichts. Und heute Abend drüben glaube ich nicht, weil ich nicht weiß, wann ich heimkomme. Aber ja, wie gesagt, vielleicht machen wir den Nachmittag noch einen kurzen, wo wir uns damit drüber halten können. Also so, wenn dann 14, 15 Uhr das mal ein Stream machen, ich werde es gleich hochladen und ich bedanke fürs Zuschauen. Und ja, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommis und vielleicht dann später oder gleich an Stream. Wir sehen uns im nächsten Video, nächsten Stream oder bis gleich. Bis dahin, haut rein.